liebe Vorgamer, schön, dass ihr vorbeischaut. Wir laden auch gleich die Wiederholung der letzten Runde. Ja, so wie es aussieht, dürfte Barbarossa nicht mehr allzu weit entfernt sein. In wenigen Runden wäre der frühestmögliche Angriff, so im März, April. Ja, es geht in Griechenland los. Wir sehen einen Panzer. Aber er greift nicht wirklich an. Er scheint sich irgendwie durchzutauschen. Und wir sehen einen deutschen Zerstörer, der unser U-Boot gescoutet hat. Einen Gegenangriff der italienischen Armee, einen weiteren Rückzug. Ja, und Rumänien schließt sich wohl der Achse an. Ja, hier steht es auch, Rumänien schließt sich der Achse an und wir versenken 17 MPP. Wir entdecken eine Garnison bei Cuxhaven. Oh ja, und wir bekommen einen neuen Flugzeugträger, das ist doch sehr gut, eine willkommene Verstärkung. Und die Russen bekommen einen Zerstörer, das ist doch auch gut. Ja, dann schauen wir einmal in Richtung Narvik. Ach ja, hier hätten wir längere Zeit ja keine deutsche Einheit mehr gesehen und jetzt taucht hier ein deutsches Korps auf. Also er wird sich der Frage um Norwegen und Narvik herum durchaus annehmen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie viel er wirklich in der Rückhand hat. Ob er da versucht, mit einem Korps einfach nur den Vormarsch zu unterbinden. Oder ob er hier wirklich einen richtigen Gegenangriff plant. Werfen wir einen Blick nach Griechenland. Er hatte ja einen Angriff hier, meine ich, eben gerade durchgeführt. Ja, und wir haben sogar 02er, 01er Angriff, das ist gar nicht mal so schlecht. Und er hat seinen Panzer hierher verlegt. Den hatten wir ja lange Zeit in Südfrankreich gesehen, während des Frankreich-Feldzuges. Aber wir stehen hier eigentlich ganz gut. Rumänien gehört zur Achse. Ja, dann schauen wir uns noch einmal hier unten Libyen an. Er hat sich weiter zurückgezogen. Wir kriegen hier einen 02er Angriff auf die Armee hin. Also wenn alles gut geht, bekommen wir die Armee weg, können Angriffe auf das Korps durchführen. Vielleicht kommen wir sogar an das Hauptquartier heran. Unseren Bomber können wir noch nicht effektiv einsetzen. Ich möchte erstmal die Jagdabwehr stehen haben. Der Panzer, ja, kann leider keinen Gewaltmarsch machen, kommt aber gut hinterher. Das sieht doch alles in allem gar nicht mal so schlecht aus. Was war denn hier noch bei unserem U-Boot? Ja, da sehen wir nichts. Da ist er mit dem Zerstörer vorgezogen, hat aber keinen Angriff durchgeführt. Hat quasi unser U-Boot aufgeklärt. Okay. Ja, das wär's dann für den ersten Blick. Ich mache mir dann in Ruhe Gedanken. Wir sehen uns gleich wieder. Wir beginnen wie gewohnt mit den Vereinigten Staaten und können diesmal etwas tun. Und zwar können wir in die Forschung investieren und wir werden uns das weiterentwickelte Flugzeug gönnen. Damit verbleibt ein Rest von 1, so wie ich das eben auch schon überlegt hatte. Und wir wenden uns nun wieder Russland zu und können auch mit Russland MPP ausgeben. Und zwar kaufen wir uns ein Hauptquartier. Wir haben ja relativ lange auf diese Einheit gespart. Wir werden uns den Eremenko kaufen. Der hat zwar nur eine Stärke von 5, aber das ist zumindest mal besser als nichts und kostet uns 356 MPP. Während die 6er Hauptquartiere doch schon mit 370 erheblich teurer werden. Und Schuko kostet schon 399. Und uns geht es im ersten Moment einmal darum, überhaupt erstmal ein weiteres Hauptquartier aufs Feld zu führen. Insofern wird es bei dem Eremenko bleiben. Und er wird im März 1941 eintreffen. Und wenn wir etwas Glück haben, dann dürfte das eben vor dem Beginn des Barbarossa-Feldzuges sein. Und könnte dann doch eine willkommene Verstärkung für unsere Verteidigung werden. Also kaufen wir den Eremenko.
Darüber hinaus gibt es neue Einheiten. Wir haben einmal einen Zerstörer für die Russen. Der muss unten bei Sevastopol eingesetzt werden. Wir ziehen dafür einmal den Hafen frei. Und setzen hier den... Ups, das war der falsche Knopf. Setzen hier den Zerstörer ein. Mit den Briten haben wir einen Flugzeugträger erhalten. Den werden wir auch gerade positionieren. Damit wir es nicht vergessen, das haben wir in dieser Partie ja auch schon mal geschafft, es zu vergessen, die neuen Einheiten aufzustellen. Er kommt hier hin und hat damit eine ganz gute Position eingenommen. Wir wenden uns doch noch einmal Russland zu. Und zwar haben wir hier im nördlichen Bereich einmal ein Korps und zwei Garnisonen. Diese drei Einheiten hatten wir zu Beginn der Partie als Verteidigung gegenüber Finnland vorgesehen. Mittlerweile ist Finnland allerdings auf der Seite der Alliierten, beziehungsweise Finnland tendiert in Richtung der Alliierten, sodass wir davon ausgehen, dass Finnland eben nicht am Barbarossa-Feldzug teilnehmen wird. Und wir hatten dann schon vor einigen Runden begonnen, diese Einheiten Richtung Süden zu bewegen. Wenn man aber mal die Zeit betrachtet, wir haben jetzt den 27. November und ich sagte es ja auch schon ganz zu Beginn der Wiederholung, ein frühes Barbarossa könnte in 5 bis 6 Runden starten. Das wäre dann so grobe Richtung April 1941. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass wir es mit dem frühen Barbarossa zu tun bekommen könnten, dann sollte man natürlich die Einheiten rechtzeitig in Position haben. Wir werden es leider nicht mehr schaffen, dieses Korps und die beiden Garnisonen rechtzeitig in die geplanten Stellungen zu bewegen, sodass wir sie jetzt doch einmal verlegen müssen, damit wir unser Ziel auch sicher erreichen. So teuer ist es auch gar nicht. Wir geben in Summe 13 MPP für die Verlegung aus und ich denke, das ist eine ganz sinnvolle Investition. Zunächst einmal müssen wir ein bisschen Platz schaffen bei Riga. Wir hatten... Auch daran möchte ich erinnern, ja vor einigen Folgen die letzte Lagebesprechung im Kreml und hatten während dieser Lagebesprechung festgelegt, wo wir jetzt die Einheiten positionieren möchten und dort werde ich sie entsprechend hinverlegen. Wir beginnen jetzt mit Riga, ziehen einmal das Korps heraus, um die Stadt frei zu machen und verlegen dieses Korps nach Riga hinein. Ja, die Idee ist einfach, eine zusammenhängende Verteidigungslinie aufzubauen, so wie wir das nun getan haben. Und eventuell könnte auch Eremenko, den wir in dieser Runde ja eben gekauft haben, hier hinter Riga positioniert werden und damit auch unsere vordere Verteidigungslinie einmal verstärken. Zumindest ist das mal eine Idee. Ich hoffe, dass er wirklich mit Anfang März doch vor Beginn des Barbarossa-Feldzuges eintreffen wird. Die Garnison bringen wir hier nach Baranovic. Und diese Einheit wird Kowel beschützen. Natürlich werden die beiden Garnisonen nicht viel ausrichten, aber zumindest besetzen sie erstmal Städte und der Gegner muss sich um sie kümmern und sich mit ihnen beschäftigen und das wird dann einfach auch wieder Bewegungspunkte bei ihm kosten, wird ihm die Bewegungspunkte wegnehmen und ich hoffe, dass sich dadurch so ein bisschen der Vormarsch verzögert. Dann müssen wir noch Bewegungen hier im Süden durchführen. Wir wollten dieses Korps ja auch hier unten mit anschließen. Auch das hatten wir bei der letzten Lagebesprechung im Kreml einmal durchdiskutiert. Hier ziehen wir dieses Korps ein Feld hoch. Einmal zur Seite und die Einheit kommt hier unten hin. So haben wir dann auch zwischen diesen Korps wieder Kontrollzonen errichtet, sodass er nicht ganz so einfach hier durchbrechen kann. Wohl wissend, dass natürlich diese gesamte Linie total löcherig ist. Wir müssen noch die Einheit aus Minsk nach Babrusk bringen. Ja. Und damit hätten wir unseren Aufmarsch in
Russland vollzogen und endgültig abgeschlossen. Und wir werden jetzt in den nächsten Runden damit beginnen, unsere Einheiten abzugraben. Wir haben ja schon seit geraumer Zeit die Infanteriewaffen 1. Das war ja eine der ersten Entwicklungen, die wir mit Russland auch angestoßen haben. Und ja, es müsste auf jeden Fall noch genügend Zeit bleiben, dass wir alle Armeen und alle Korps zumindest mal mit den Infanteriewaffen 1 ausrüsten können. Und ich hoffe, dass das nochmal einen zusätzlichen kleinen Impuls gibt, um unsere Verteidigung ein bisschen besser gestalten zu können. Ja, damit sind wir mit Russland durch und wir gehen nach Afrika. Ja, und wir haben hier einen schönen Angriff, 0-2er-Angriff gegen die Armee. Das werden wir auch erstmal durchführen. Und wir könnten erstmal die Armee aus Mekili vorziehen. Damit hätten wir einen 1-3er-Angriff. Ne, da ist ein 0-2er-Angriff schöner. Ja. Na gut, dann müssen wir doch den 1-3er-Angriff mit der Armee machen. Ja. Gut. Wir haben mit diesem Korps auch noch einen Angriff vor. Frei ziehen es vor. Schauen mal, gegen wen wir es einsetzen. Ja, 0-3er-Angriff auf das Hauptquartier ist natürlich ein sehr lohnendes Ziel. Das werden wir jetzt auch durchführen. Also wir kämen sogar mit diesem Korps noch an das Hauptquartier heran. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass das Korps abgeschnitten wird. Könnten unsere Flanke Richtung Süden mit diesem nördlichen Korps möglicherweise schützen. Ja, das funktioniert gut. Das hat sich auch noch nicht bewegt. Das hat hier nur den Angriff durchgeführt. Damit müssten wir auch in Richtung Süden weiter aufklären. Und das machen wir auch. Wir lassen uns also die Chance nicht entgehen, auf dieses Hauptquartier zu operieren. Ja. Und wir machen den 0-2er-Angriff. Und schalten auch das Hauptquartier aus. Natürlich können wir mit dem Korps jetzt unsererseits ebenfalls abgeschnitten werden. Das italienische Korps konnte sich Richtung Süden ziehen, aber wir haben genug Kräfte hier vor Ort, um es dann auch wieder in die Frontlinie einzugliedern. Ich denke, das ist jetzt kein allzu großes Problem und es war einfach ein zu verlockendes Ziel, hier gegen das Hauptquartier zu operieren. Dann ziehen wir unser Hauptquartier auch mal nach. Schauen uns mal die Versorgung in der nächsten Runde an, die dann sehr, sehr gut aussieht. Wir ziehen noch die Jäger hinterher. Lassen sie aber im Bodenmodus stehen. Lassen Sie im Bodenmodus stehen, denn ich möchte bei einem Luftangriff der Italiener eben keinen Abwehrflug mit Ihnen durchnehmen, sondern ich möchte Sie erst auf volle Stärke bringen. Dann haben wir nämlich eine völlig intakte Luftwaffe hier in Libyen stehen und dann können wir auch mit diesen Einheiten anfangen, auf den Gegner zu operieren. Wir holen den Panzer hinterher, der hat leider keinen Gewaltmarsch frei. Ja, in Summe muss ich sagen, läuft es doch sehr, sehr gut für uns in Libyen. Wir haben mittlerweile 4 italienische Armeen aus dem Spiel genommen. Das sieht doch alles ordentlich aus. Die Marine werden wir jetzt gleich komplett verstärken. Das lassen wir einmal so. Gleiches gilt auch für das U-Boot, das wir ebenfalls verstärken werden. Ja, und dann kommen wir schon nach Griechenland.
Ich hatte es ja bereits in der letzten Runde erläutert und meine Gedanken mit euch geteilt. Wir sind mit Griechenland ja in der guten Situation. Ah, Entschuldigung, es kribbelte gerade in der Nase bei mir. Ja, jetzt geht's aber besser. Ja, das ist das Leben. Also, ja, ich hatte es eben ja schon, beziehungsweise in der letzten Runde schon erläutert. Wir haben mit Griechenland ja eigentlich die ganz komfortable Situation, dass wir eigentlich überhaupt nichts erreichen müssen. Also die Achse hat eben das Problem, dass sie Griechenland besiegen muss. Sie müssen Athen einnehmen und letztendlich Griechenland zur Kapitulation zwingen. Aber wir müssen unsererseits mit den Griechen eigentlich gar nichts tun. Wir müssen einfach nur aushalten und uns verteidigen. Wir stehen also überhaupt nicht unter Druck. Und insofern liegt es eher an der Achse, jetzt die Initiative zu ergreifen. Und insofern werden wir uns einfach schön weiter in Verteidigungsstellungen begeben und harren der Dinge, die da kommen. Der anderen Seite haben wir mit den beiden Armeen doch schöne Angriffe frei, daher werden wir sie auch durchführen. Ups. Ja, nicht ganz so erfolgreich. Das hat auch nicht ganz so viel gebracht, aber immerhin. Wir bringen das Hauptquartier weiter in Richtung Larissa und decken unsere nördliche Flanke mit dem Korps. Ja, man kann ernsthaft überlegen, ob wir nicht in der nächsten Runde damit beginnen, auch das Hauptquartier zu verstärken. Das geht dummerweise immer zu Lasten der britischen MPP, aber ich sag mal, je stärker wir uns Schritt für Schritt in Griechenland machen, umso schwieriger wird es natürlich auch für die Achse. Ist auf jeden Fall eine Überlegung für die nächsten Runden wert. Aber mit dem schweren Kreuzer und mit dem Chor bleiben wir einfach in Athen stehen. Und damit sind wir mit den beiden Großmächten USA und Russland durch und haben auch unsere Züge im Mittelmeer bereits abgeschlossen. Ich mache wie immer eine kleine Pause und überlege mir unsere nächsten Schritte mit England und unsere Bewegungen im Atlantik und in der Nordsee. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann kommen wir jetzt zu Großbritannien und wir beginnen zunächst einmal mit dem Ausgeben unserer MPP. Wir werden in die Forschung investieren. Und zwar in die Spionage und Aufklärung. Dann werden wir als nächstes unsere Einheiten verstärken. Wir beginnen in Ägypten, bringen den Zerstörer auf volle Stärke, ebenso den Flugzeugträger bzw. die Flugzeuge des Flugzeugträgers. Und wir verstärken auch noch unser U-Boot hier in Malta. Und haben jetzt unsere Flotte so weit wie es geht wieder auf Vordermann gebracht und werden dann wieder in der nächsten Runde im Mittelmeer aktiv werden können. Dann gehen wir noch nach Großbritannien. Werden hier den Zerstörer verstärken. Dem Flugzeugträger ein Upgrade verpassen, beziehungsweise den Flugzeugen. Und wir bringen auch dieses Schlachtschiff noch einmal auf volle Stärke und haben somit alles getan, was wir tun können und einen Rest von 72 MPP, die wir uns dann für die nächste Runde aufheben werden. Dann kommen wir zu unseren Bewegungen. Wir setzen ja gerne unser Marinebomber zum Scouten ein. Das haben wir die letzten Runden auch getan. Aber in dieser Runde haben wir schlechtes Wetter. Es regnet, also wird das leider nicht gehen. Dafür steht ja unsere Postenkette jetzt seit einiger Zeit. Wir haben hier noch den angeschlagenen Zerstörer. Den werden wir dann austauschen, sobald der Zerstörer hier auch abgegradet ist. Der in, heißt die Stadt? Ich muss gerade einmal schauen. In Komati stehende Zerstörer, sobald der abgegradet ist, werden wir die beiden austauschen, um den 9er Zerstörer zu verstärken. Aber dann sind wir auch gerade hier in der Nordsee wieder auf voller Stärke und können gelassen jeglichen Angriffen der Achse entgegensehen. Ja, und dann können wir als nächstes mit der Verlegung unserer Einheiten in Richtung Narvik beginnen. Wir hatten ja auch hier wieder eine Perlenkette aufgebaut, beginnend mit dem polnischen Zerstörer über den kanadischen bis zum britischen Zerstörer. Und werden jetzt dementsprechend auch ziehen.
Ja, der Weg ist frei. Ups. Ja, was soll ich sagen? Gut, dass wir scouten. Gut, dass wir scouten. Genau deswegen baue ich auch immer die Perlenkette auf und fahre dann so wunderbar die Strecke ab, um eben genau diese Problemfälle aufzudecken. Ja, sehr schön, wir haben ein U-Boot gefunden. Es befindet sich leider eben in einem Regengebiet. Hier ist schlechtes Wetter. Sonst könnten wir ja auch unsere Flugzeugträger nachziehen, um auf die U-Boote zu operieren. Schauen wir mal, was wir noch heranbringen können. Auch dieser Zerstörer käme prinzipiell heran. Der südlich gelegene Zerstörer leider nicht mehr. Und auch der holländische Zerstörer käme nicht heran. Ja gut, dann können wir eigentlich nur einen Angriff auf das U-Boot starten, in der Hoffnung, dass wir es hier in die schönen Wetterzone hineinschieben und dass wir es dann doch mit unseren Flugzeugträgern angreifen können. 02er-Angriff ist ja auch ein schöner Angriff. Es bewegt sich leider nicht. Ja, jetzt muss ich überlegen. Können wir irgendwas tun, um unsere Perlenkette in irgendeiner Form noch zu retten? Können wir eine alternative Route hier irgendwo hochscouten? In der Hoffnung, dass das U-Boot jetzt dann nicht auf die Transporter stößt? Wir können uns hier nicht mehr großartig bewegen. Nee, dann wird die Verstärkung nach Narvik, die sollten wir jetzt nicht krampfhaft erzwingen. Wir könnten natürlich versuchen, hier mit dem schweren Kreuzer eine Route zu scouten. Obwohl, wir haben natürlich eine relativ große Reichweite. Hier auf Kreuzen gehen, kommen wir natürlich schon relativ weit in Richtung Norden. Ich glaube nicht, dass uns hier ein U-Boot dann aufspüren wird, nachdem wir es gerade hier angegriffen haben. Wäre schon ein großer Zufall. Also nutzen wir den schweren Kreuzer, um die Strecke weiter zu aufzuklären. Wir könnten bis hierher aufklären und uns Richtung Norden bewegen, den Zerstörer nochmal ein bisschen herunterziehen, auch wieder zurückbewegen und somit versuchen, die Einheiten so weit wie es geht in Richtung Norden zu verlegen. Das ist jetzt mit dem Risiko verbunden, aber das sollten wir tun. Und wir können auch unsere Postenkette insofern auflösen, dass wir die beiden Zerstörer näher ans U-Boot heranziehen, um dann vielleicht doch noch so ein bisschen wie eine Sicherung hier aufzubauen. Naja, so weit kamen sie ja nicht nach vorne, aber immerhin. Ja, dann disponieren wir doch mal um. Wir scouten mit dem schweren Kreuzer einmal hier vor den Orkneys. Bewegen uns dann weiter in Richtung Zerstörer. Fahren mit dem Zerstörer dem schweren Kreuzer entgegen. Und bewegen uns noch mal ein Stückchen hier heraus. Dann könnten wir unsere Flotte hier so in diesem Bereich positionieren. Wir fahren dann auch so weit, wie es geht. Das machen wir. Hier ist zwar noch ein bisschen Fog of War, das Risiko ist aber jetzt zu vernachlässigen, denke ich. Je weiter wir uns wegbewegen, umso besser.
Ja, das sieht doch gut aus. Und wir ziehen auch den hier natürlich hinterher. Schön aufpassen, dass mir kein Verklicker passiert. Das ist ja sehr beliebt bei solchen langen Bewegungen und beim Setzen von Wegpunkten. So, und damit haben wir uns eigentlich sehr schön in Richtung Narvik herangearbeitet. Wir haben noch so ein bisschen den Zerstörer hier als Geleitschutz. Können in der nächsten Runde dann weiter in Richtung Narvik aufklären und die Einheiten dann doch auch bei Narvik anlanden. Und wir holen die Zerstörer mal hinterher. Die haben so ziemlich die gleichen Bewegungsfelder. Hier ein hin und hier ein hin. Ja. Das sieht doch gut aus. Ja, den können wir nur noch wegbewegen. Das macht wenig Sinn. Oder sollten wir es doch tun? Doch, wir bewegen uns mit dem sogar noch ein Stückchen weiter Richtung Süden. Und hätten damit zumindest mal schon vier Zerstörer herangezogen, um das U-Boot zu bekämpfen. Und wir sollten unsere Postenkette auch wieder aufbauen. Wir bringen den leichten Kreuzer weiter Richtung Osten und auch diese Einheit. Ja, ist doch mehr passiert, als ich zu Anfang gedacht habe. Ich hatte eigentlich so gehofft, dass wir uns ganz bequem hier in Richtung Norwegen bewegen können. Schön weit von der Küste entfernt und auf einmal decken wir dieses U-Boot auf. Das ist doch mal eine etwas gelungene Überraschung. So, was machen wir mit unseren Einheiten in England? Also, in Seelöwe hatte ich ja schon mehrfach betont, wird nicht mehr kommen. Daran glaube ich nicht. Das heißt, wir können eigentlich eine Armee und ein Korps weiter in Richtung Afrika bringen, um unsere Bemühungen in Libyen zu unterstützen. Und hätten dann noch ein Korps und zwei Garnisonen zum Schutz unserer Küste da. Das ist natürlich relativ dünn, aber wir werden jetzt auch schrittweise damit beginnen müssen, einfach Einheiten nachzubauen. Das wird sicherlich auch möglich werden. Wir haben so ziemlich jede Marineeinheit wieder auf volle Stärke gebracht. Wir müssen noch vielleicht ein, zwei Upgrades irgendwo durchführen, aber das war es dann auch schon. Das heißt, wir haben mit unserer Marine eigentlich keine großen Ausgaben mehr vor der Brust. Auch die Flieger sind alle entsprechend ausgerüstet, sodass dann wirklich neben der Forschung MPP fürs Bauen übrig bleiben sollten. Und da werden wir sicherlich auch in den nächsten Runden mit beginnen müssen. Bevor wir aber unsere Verlegung Richtung Libyen starten, möchte ich doch einmal die beiden Jäger dafür nutzen, um so ein bisschen in Frankreich aufzuklären. Einfach nur zur Sicherheit, um sicherzustellen, dass nicht doch irgendwo hier Truppenkonzentrationen sind, von denen wir besser wissen sollten. Und außerdem ist es ja auch eine spannende Frage, inwieweit er seine Luftabwehr organisiert hat, ob da überhaupt Jagdflugzeuge aufsteigen. Wir werden dafür unsere Jäger benutzen. Wir kommen da leider nicht so ganz weit mit, aber versuchen so mal die maximale Flugdistanz auszureizen. Ja, da steht also doch ein Abfangjäger, der fliegt. 2-2 Schaden. Und er deckt Cherbourg mit einem Korps. Okay. Schauen wir mal, ob wir mit dieser Einheit auch noch was aufdecken können. Ich denke so um Le Havre und Rouen rum zu. Das wären eigentlich, wäre ja Le Havre und wäre ja ein guter Hafen für eine Invasion. Wenn wir hier unten scouten, das sollte eigentlich passen. Es fliegen nochmal Abfangjäger. Ein Schaden bei uns. Einer beim Gegner. Aha. Und wir decken auch hier ein weiteres Korps auf. Das sind natürlich teure Einheiten, mit denen er hier seine Verteidigung aufgebaut hat.
Da fehlen ihm schon mal diese beiden Korps für eine Invasion in Russland. Überlege, ob wir unseren strategischen Bomber auch noch zum Einsatz bringen. Also der gegnerische Jäger ist ja zweimal geflogen, deswegen dürfen wir mit unserem strategischen Bomber eigentlich keinen Schaden nehmen. Und wir haben mit dem auch zwei Angriffe frei. Jetzt mal so ein Angriff auf Lorient. Dann überfliegen wir auch nochmal Saint-Malo und sehen, was in dem Bereich so ist. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt noch eine Luftabwehr aufsteigt. Ich denke, das macht Sinn. Da werden wir also auch nochmal in diese Richtung scouten. Und er hat auch Saint-Malo mit dem Korps zur Verteidigung vorbereitet. Und wir sollten doch nochmal in diese Richtung fliegen. Damit würden wir zumindest mal Calais aufdecken. Wir würden hier eine Mine bombardieren. Wobei natürlich das Risiko da ist, dass hier hinten auch noch irgendwo ein Jäger steht, der dann aufsteigen wird und uns bekämpft. Aber wir haben hier sogar Jagdschutz durch unseren eigenen Jäger. Das machen wir. Wir greifen auch nochmal hier die Mine an. Ja, richten Schaden an. Und ja, kriegen keine Luftabwehr. Das heißt, dann hat er hier irgendwo einen einsamen Jäger stehen. Aber Donnerwetter, der hat mittlerweile vier Korps in seinen Häfen positioniert, um sich dort zu verteidigen. Womit will er denn Russland angreifen? Das ist jetzt so ein bisschen rätselhaft für mich. Auf der anderen Seite können wir noch mit dem taktischen Bomberflug machen. Ja, da kommen wir also nur hier hin. Ich würde hier gerne noch was aufklären. Aber da kriegen wir ja, einen Angriff jetzt auf die Einheiten, das macht keinen Sinn. Dafür gehen wir nicht das Risiko ein, den taktischen Bomber zu beschädigen. Aber sehen wir es mal positiv. Er hat eigentlich hier, soweit wir es erkennen können, keine größeren Truppenkonzentrationen aufgebaut. Das heißt, es ist also wirklich nicht mehr mit dem Seelöwe zu rechnen. Vielleicht scouten wir in der nächsten Runde auch nochmal Richtung Antwerpen und Den Haag. Ich glaube, das ist durchaus eine sinnvolle Überlegung. Das heißt aber auch, wir können eigentlich die Armee und das Korps ganz beruhigt aus Südengland herausziehen. Dann tauschen wir mal diese beiden Einheiten aus. Wir hätten dann für London ein Korps zur Verteidigung und würden Portsmouth und Plymouth mit den beiden Garnisonen abdecken. Dann können wir mal unsere Perlenschnur aufbauen. Wir haben hier den leichten Kreuzer. Und die beiden Zerstörer, die sich aus dem Atlantik im Anmarsch befinden. Ich denke mal, hier ist auf jeden Fall ein geeigneter Punkt. Und wir ziehen diesen Zerstörer auch so weit südlich, wie es denn erstmal machbar ist. Ja, man sieht hier so die rudimentären Anfänge einer weiteren Perlenkette, die wir erzeugen. Wir müssen mal schauen, wie schnell wir wirklich aus diesem Hafen raus müssen, wie schnell wir unsere Einheiten verschiffen müssen. Ich meine, uns drängt ja jetzt nichts. Wir stehen gut in Libyen. Wir sollten aber auf jeden Fall irgendwann mit der Bewegung anfangen. Und wir sollten sicherstellen, dass wir die Strecke bis zu dem Transportpunkt hier unten im Süden, dass wir die über eine Perlenkette sauber erreichen können. Aber ansonsten, ja, sieht das gut aus. Ich werfe noch mal einen kurzen Blick auf die Karte, ob ich alles bewegt habe oder spontan sehe, dass ich noch was vergessen habe, aber das sieht nicht so aus.
Dann sind wir soweit und können auf den roten Knopf drücken. Dann war es doch noch eine recht ereignisreiche Runde. Wir kriegen die Produktionstech 2 und MPP 318 für England, 103 für die USA und 78 für die USSR. Diese Zahlen bekommen wir jetzt schon seit einigen Runden. Das hat sich ganz gut stabilisiert. Und dann sind wir soweit durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Papa Bär.